Hallo. Stell dir einen Moment lang vor, du hättest ein fotografisches Gedächtnis und unglaubliche mathematische Fähigkeiten. Glaubst du, dass du eine glänzende Karriere und Erfolg haben würdest? Leider ist das nicht so einfach. Dieser Typ namens Will Hunting hat bisher keine Verwendung für sein einzigartiges Talent gefunden. Aber das wird sich bald ändern. Der 20-jährige Will arbeitet an einem besonderen Ort, dem Massachusetts Institute of Technology. Allerdings, anstatt Mathematik zu unterrichten, schrubbt er die Flure der Universität und chillt abends in Bars mit seinen Freunden. Eines Tages bemerkt Will eine Tafel im Flur, auf der eine schwierige Aufgabe steht. Sie wurde vom Mathematikprofessor Gerald Lambeau dort angeschrieben. Er hat demjenigen, der das Theorem bis zum Ende des Semesters beweist, eine Veröffentlichung im Newsletter-Mitteilungsblatt der Universität und seinen Respekt versprochen. Den ganzen Tag über geht Will das Problem nicht aus dem Kopf. Er lässt sogar seinen besten Freund Chuck in der Bar stehen und eilt in seine heruntergekommene Wohnung, um sich den ganzen Abend der Lösung des Theorems zu widmen. Und der Mann hat Erfolg. Ein paar Tage später findet der Professor eine anonyme Lösung an der Tafel. Er kann nicht glauben, dass einer seiner Studenten das schwierige Theorem so schnell gelöst hat. Und er kann es kaum erwarten, herauszufinden, wer das unbekannte Genie ist. Will ist in der Zwischenzeit mit seinen Freunden unterwegs, als die Jungs plötzlich an einer Gruppe vorbeifahren, die ein Mädchen schikaniert. Will erkennt den Anführer der Bande wieder. Es ist der Typ, der ihn im Kindergarten gemobbt hat. Er bittet seinen Freund, das Auto anzuhalten und steigt aus. Ohne lange zu überlegen, schlägt Hunting seinem alten Bekannten mitten ins Gesicht und es kommt zu einer Schlägerei zwischen den beiden Gruppen. Als die Polizei eintrifft, versuchen Wills Freunde, ihn von seinem Gegner wegzuziehen, aber es ist zu spät. Will landet nicht nur in den Händen der Polizei, sondern versucht auch noch, sich zu wehren. Er wird verhaftet. Professor Lambeau hält eine weitere Vorlesung und versucht herauszufinden, wer sein Theorem bewiesen hat. Es gibt immer noch keine Antwort. Dann gibt er den Studenten ein noch schwierigeres Problem, das er und seine Kollegen seit über 2 Jahren zu lösen versuchen. Will kommt unterdessen vor der Verhandlung aus dem Gefängnis und nimmt sich auch dieses Problems an. Lambeau versucht, Will, den er für einen Vandalen gehalten hat, einzuholen, aber der läuft schnell weg. Der Professor kehrt zur Tafel zurück und stellt fest, dass Will auch dieses Problem gelöst hat. Nach der Arbeit geht Hunting mit Freunden in eine Bar und erzählt ihnen, dass er entlassen wurde. Chuck wiederum versucht, 2 heiße Bräute kennenzulernen, indem er sich als Student an einer renommierten Universität ausgibt, wird aber von einem einheimischen Klugscheißer verspottet. Will kommt seinem Freund zu Hilfe und weist den Angeber in seine Schranken. Das erregt die Aufmerksamkeit eines der Mädchen, Skylar, die ihm ihre Nummer gibt. In der Zwischenzeit ist Professor Lambeau entschlossen, das geheimnisvolle Genie zu finden. Er geht in die Geschäftsstelle und erfährt den Namen ihres ehemaligen Mitarbeiters, Will Hunting. Später geht er zur Gerichtsverhandlung, bei der Will sein brillantes Wissen über Recht und Soziologie einsetzt, um sich zu verteidigen. Doch aufgrund seiner Vorstrafen wird er trotzdem für schuldig befunden. Nach einiger Zeit bekommt Will Besuch. Es ist Professor Lambeau, der ihm mitteilt, dass der Richter zugestimmt hat, den Jungen unter seiner Aufsicht zu entlassen. Es gibt nur 2 Bedingungen. Erstens muss sich der junge Mann jede Woche mit dem Professor treffen und fortgeschrittene Mathematik lernen. Zweitens muss er sich einmal pro Woche mit einem Therapeuten treffen. Will ist sich sicher, dass er keine Therapie braucht, stimmt dem Deal aber dennoch zu. Will genießt die Treffen mit dem Professor. Er löst mühelos alle Aufgaben und Lambeau ist sehr zufrieden mit ihm. In den Therapiesitzungen läuft es allerdings nicht so gut. Will verärgert den ersten Psychologen mit dreisten Bemerkungen über sein Buch, veralbert den zweiten bei seinen Hypnosemethoden. Die anderen werden mit Sarkasmus und dummen Sprüchen zur Weißglut gebracht. Nachdem er 5 erstklassige Spezialisten strapaziert hat, ist Lambeau kurz davor aufzugeben, beschließt aber seinen Mentee zu einem alten Kommilitonen namens Sean Maguire zu schicken. Er scheint genau der richtige Mann für den Job zu sein. Während der ersten Sitzung verhält sich Will wie üblich.
Er verhöhnt und verspottet den Mann vor ihm. Sean lässt sich jedoch nicht von seinen Provokationen aus der Fassung bringen. Selbst als der Mann sagt, dass das Bild, das der Therapeut gezeichnet hat, völliger Quatsch ist, verliert der Psychologe nicht die Beherrschung. Erst als Will sich nach seiner Frau erkundigt und auf ihr herumhackt, weil er merkt, dass er einen wunden Punkt gefunden hat, kann Sean es nicht mehr ertragen. Als die Sitzung vorbei ist, sieht Professor Lambeau, dass sein Freund verzweifelt ist. Er sagt Sean, dass er sich weigern kann, weiterzumachen, aber der Therapeut bittet ihn, den Jungen in einer Woche wieder zu ihm zu bringen. Will trifft sich derweil mit Skylar, dem Mädchen aus der Bar. Sie erzählt ihm, dass sie von ihrem Vater eine Menge Geld geerbt hat und nun auf die Stanford University gehen wird. Die beiden haben einen tollen Abend, an dessen Ende sie im Diner rummachen. Der Tag der zweiten Therapiesitzung ist gekommen. Sean beschließt, sie auf einer Parkbank zu verbringen, anstatt im Büro. Will beginnt zu grinsen, aber der Therapeut unterbricht ihn. Er sagt dem Jungen, dass er viel darüber nachgedacht hat, was er ihm gesagt hat, und dass er jetzt auch etwas zu sagen hat. In Seans Augen ist der junge Mann immer noch ein kleines Kind, der nichts über das wahre Leben weiß. Er kenne sämtliche Fakten über jeden Maler der Welt, aber er hat Boston nie verlassen oder ihre Werke mit eigenen Augen gesehen. Er kann Gedichte und Romane über den Krieg zitieren, aber er war noch nie auf einem Schlachtfeld. Er kann Sonette über die Liebe wiedergeben, aber er hat noch nie eine Frau wirklich geliebt oder war ihr gegenüber verletzlich. Aber am wichtigsten ist, dass Sean nichts von Wills tatsächlichen Erfahrungen begreifen kann, wenn er sich nicht öffnet. I can't learn anything from you. I can't read in some fucking book. Bei der nächsten Sitzung bleibt Will eine Stunde lang stumm. Sean schweigt ebenfalls. Er ist sich sicher, dass Will einfach nur seine Kräfte testen will. Und er hat recht. Bei der nächsten Sitzung bricht Will sein Schweigen und erzählt dem Psychologen einen anzüglichen Witz. Sie beginnen über Beziehungen zu Mädchen zu sprechen und Will erzählt beiläufig, dass er kürzlich ein Date hatte. Sean fragt sich, ob Will vorhat, wieder mit Skylar auszugehen, und Will macht ein unerwartetes Geständnis. Er sagt, er wolle das Bild des perfekten Mädchens, das sich in seinem Kopf entwickelt hat, nicht zerstören. Der Therapeut widerspricht. Er glaubt, dass Will in Wirklichkeit Angst hat, sein eigenes Idealbild zu zerstören. Aber genau darum geht es doch in einer Liebesbeziehung, sagt er. Der Psychologe gesteht, dass seine eigene Frau vor nicht allzu langer Zeit an Krebs gestorben sei und berichtet von ihren lustigen Macken. Sie sind es, so der Therapeut, die er jetzt am meisten vermisst, denn echte Intimität beruht auf der Akzeptanz der Unvollkommenheit des anderen. Will nimmt sich die Worte von Sean zu Herzen und besucht Skylar in ihrem Schlafsaal. Sie ist überrascht, ihn zu sehen, da er sich lange nicht mehr gemeldet hat, stimmt aber einem weiteren Date zu. Das Paar geht zu einem Hunderennen und amüsiert sich prächtig. Das Mädchen fragt Hunting, wo und wie er aufgewachsen ist. Will antwortet, er sei in Boston aufgewachsen, lügt aber über seine Familie. Aus irgendeinem Grund erfindet er eine verrückte Geschichte über 12 ältere Brüder. Schlimmer noch, er muss Skylar versprechen, dass er ihr bald seine Familie vorstellen wird. Die Sitzungen mit Sean gehen derweil wie gewohnt weiter. Bei einer der Sitzungen fragt er den Therapeuten, wann er erkannt habe, dass seine Frau die richtige sei. Sean sagt, er habe es auf den ersten Blick gewusst. Er erzählt dem jungen Mann die erstaunliche Geschichte, wie er einmal Karten für ein unfassbares Baseballspiel bekam, aber nicht hinging, weil er in einer Bar ein schönes Mädchen traf. Skylar besteht weiterhin darauf, Wills Familie kennenzulernen, doch Will zögert immer noch, die Wahrheit zu sagen. Also beschließt er, sie zumindest seinen Freunden vorzustellen, mit Chuck an der Spitze. Entgegen seinen Erwartungen fügt sich das Mädchen perfekt in die raue Gesellschaft der Jungs ein, scherzt und trinkt Bier mit allen anderen. Gegen Ende des Abends verdirbt Chuck Will jedoch die Stimmung. Er versichert Will, dass seine Freundin sofort abhauen wird, wenn sie die ganze Wahrheit über ihn erfährt. Professor Lambeau trifft Sean im Diner, um zu sehen, wie seine Therapie voranschreitet. Er ist nicht wirklich an Wills Beziehung zu seiner Vergangenheit interessiert. Der Mentor ist vielmehr neugierig darauf, wie der Junge über seine Zukunft unter seinem Protektorat denkt. Sean erwidert, dass er den jungen Mann nicht unter Druck setzen werde und dass er selbst entscheiden müsse, was er vom Leben wolle. Der Professor wird wütend und sagt, er habe Will ohnehin schon mit den richtigen Leuten in Kontakt gebracht.
Nur weiß er nicht, dass Chuck stattdessen zu den richtigen Leuten gegangen ist und sich völlig unangemessen verhalten hat, was seinen Plan zunichte macht. Will genießt derweil seine Romanze mit Skylar. Plötzlich unterbricht sie die Ruhe mit einem unerwarteten Vorschlag. Sie lädt ihn nach Kalifornien ein, wo sie zu studieren plant. Der Junge lehnt sofort ab und hat 1 Million Ausreden parat. Aber Skylar besteht darauf. Sie ist überzeugt, dass Will in seiner kleinen Welt feststeckt, in der er keine Konkurrenz hat und sich vor Neuem fürchtet. Das macht Will furchtbar wütend. Er ist davon überzeugt, dass Skylar nur mit ihm spielt und dass er für sie nie etwas anderes als eine Affäre sein wird, weil er arm ist. Why are you saying this? What is your obsession with this money? Das Mädchen erklärt ihm leidenschaftlich, dass sie, wenn sie die Wahl zwischen ihrem lebenden Vater und seinem Erbe hätte, sich mit Sicherheit für Ersteres entscheiden würde. Sie hat auch Angst, aber sie entscheidet sich dafür, ehrlich zu Will zu sein, und er wiederum ist es nicht. Will wehrt sich heftig, und Skylar kommt auf seine nicht existierenden Brüder zu sprechen. Daraufhin verliert Will völlig die Beherrschung. Er beginnt zu schreien, dass Skylar nicht wirklich die Wahrheit über ihn wissen will, weil er ein Waisenkind sei, das seine ganze Kindheit lang geschlagen und gequält wurde. Skylar versichert ihm unter Tränen, dass sie alles über ihn wissen möchte, auch über seine innersten Abgründe, und gesteht ihm ihre Liebe. Doch Wills Herz ist bereits verschlossen. I don't love you. Will trifft sich mit Professor Lambeau. Er ist unglücklich darüber, was bei einem Treffen mit seinem Geschäftspartnern passiert ist, und tadelt seinen Mentee für sein Verhalten. Will ist einfach nur wütend. Er sagt, er sei sich nicht sicher, ob er diese Forschungskarriere überhaupt brauche und dass die Gespräche mit dem Professor reine Folter sei, weil sein Verstand viel weniger scharf sei als seiner. Lambeau sagt, er hätte erwartet, dass Will wenigstens dankbar ist. Sie streiten sich und Will geht. Nach einiger Zeit wird er zu einem Vorstellungsgespräch bei der Nationalen Sicherheitsbehörde eingeladen, wo ihm ein Berg von Gold und ein toller Job versprochen wird. Will lehnt auch diese Gelegenheit ab, denn er will nicht das Leben gewöhnlicher Menschen für die geopolitischen Ambitionen seiner Nation ruinieren. Bald trifft er Sean wieder. Der Therapeut fragt, ob der Junge einen Freund hat, mit dem er reden kann, und ob er sich manchmal einsam fühlt. Will zählt große Denker wie Kant und Nietzsche auf, und der Therapeut erinnert ihn erneut daran, dass echte Beziehungen nur mit lebenden Menschen aufgebaut werden können. Auf die Frage, was Will wirklich vom Leben will, fängt er an, Unsinn zu erzählen, als ob es ihm nichts ausmachen würde, für den Rest seines Lebens allein zu sein. Sean merkt, dass Will sich wieder über ihn lustig machen will, und weigert sich, darauf einzugehen. Prompt wirft er Will aus dem Büro. Die Zeit vergeht. Skylar fliegt nach Kalifornien und Will arbeitet mit Chuck auf einer Baustelle. Chuck fragt ihn, was er als nächstes tun wird. Will antwortet, dass er sein Leben nicht damit verbringen will, dumme Gleichungen zu lösen und eine Laborratte zu sein. Er plant, in Boston zu bleiben und den Rest seines Lebens mit seinem besten Freund zu verbringen. Überraschenderweise ist Chuck von diesem Plan überhaupt nicht begeistert. Er sagt Will ehrlich, dass er ein Idiot sei, weil er sein Talent vergeude. Außerdem gesteht Chuck, dass er jeden Tag davon träumt, vor der Arbeit zu Wills Haus zu gehen und festzustellen, dass sein Freund endlich aus dieser Bruchbude abgehauen ist. Lambeau erfährt unterdessen, dass Will nicht mehr zu Seans Sitzungen geht. Der Professor droht damit, es dem Richter zu sagen und beschuldigt den Therapeuten, den Jungen auf den Pfad der Kriminalität zu treiben. Sean entgegnet, dass sich der Professor überhaupt nicht um die Gefühle des Jungen kümmere, der sein ganzes 20-jähriges Leben Single war und immer noch nicht gelernt hat, Liebe anzunehmen. Aber Lambeau hört nicht zu. Er reagiert paranoid und ist überzeugt, dass Sean seinen Erfolg sabotieren wolle. Der Therapeut traut seinen Ohren nicht. Dieser selbstgefällige Trottel glaubt wirklich, dass Sean eifersüchtig auf ihn ist. You think I'm a failure. I know who I am and I'm proud of what I do. It was a conscious choice. Sean erwidert, dass er sich nur um das Schicksal und die wahren Wünsche von Will kümmert, den Lambeau eines Tages auf genau dieselbe Weise demütigen würde und ihm das Gefühl geben könnte, ein Verlierer zu sein. In diesem Moment betritt Will das Büro. Lambeau verlässt wortlos den Raum und lässt den Jungen mit dem Psychologen allein. Sean erklärt Hunting, dass sein Streit mit dem Professor nichts mit ihm persönlich zu tun hat. Die beiden haben eine lange gemeinsame Vergangenheit. Der Therapeut wechselt das Thema und erzählt ihm, dass er einen Bericht über den jungen Mann für den Richter vorbereitet hat. Will fragt, ob Sean schon viele Menschen wie ihn in seiner Praxis hatte.
Unerwartet erfährt der junge Mann, dass Sean selbst unter ähnlichen Bedingungen gelebt hat. Sein Vater war ein Alkoholiker, der ihn ständig schlug. Der Therapeut erklärt Will mehrmals, dass das, was ihm passiert ist, nicht seine Schuld sei. Zunächst versucht Will, sich gegen diese Aussage zu sträuben, doch dann gibt er nach und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Kurz darauf besucht Will Sean erneut für seine letzte Sitzung. Er erzählt dem Therapeuten, dass er in einem der Unternehmen arbeitet, das ihm vom Professor empfohlen wurde, und dass er mit seiner Wahl zufrieden ist. Sean teilt ihm daraufhin mit, dass er beschlossen hat, ein wenig zu reisen, und hinterlässt Will seine Nummer. Später am Abend feiert Will mit Freunden Geburtstag und bekommt ein Auto geschenkt, das Chuck und seine Kumpels aus gebrauchten Teilen zusammengebaut haben. Bevor Sean abreist, wird er von Professor Lambeau besucht. Sie entschuldigen sich beieinander und beschließen, etwas trinken zu gehen. Zur gleichen Zeit holt Chuck wie üblich Will bei sich zu Hause ab und stellt fest, dass sein Freund nicht mehr da ist. Er ist glücklich, denn alles ist genau so wie in seinem lang gehegten Traum. Will wirft unterdessen einen Brief in Seans Briefkasten. Der Therapeut öffnet ihn und erfährt, dass Will seinen Job in der Firma gekündigt hat und nach Kalifornien gefahren ist, um seiner Liebe zu folgen. In dem Brief verwendet er denselben Satz wie Sean, als er seinen Freunden sagte, er würde nicht zu einem Baseballspiel gehen, weil er seine zukünftige Frau treffen müsse. Was ist dein Lieblingsfilm mit dem legendären Robin Williams? Teil ihn mit uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Hier werden regelmäßig tolle Videos über die Schätze des Kinokosmos veröffentlicht.